Im Jubiläumsjahr geht es auch darum, die wechselvolle Universitätsgeschichte selbstkritisch aufzuarbeiten. Teil davon ist eine künstlerische Intervention am Denkmal vor dem Hauptgebäude. Bei der feierlichen Enthüllung wird deutlich gemacht: Zu einer modernen, offenen Universität, die sich als Ort des freien Denkens, der Kritik und Urteilsfähigkeit, aber auch der Toleranz und Wahrheit sieht, passt das in deutschnationalem Geist im Jahre 1926 errichtete Adler-Ehrenmal in seiner bisherigen Form nicht. Der Künstler Flatz hat den Ideenwettbewerb gewonnen. In roter Schrift hinterfragt er die aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg stammenden Begriffe Ehre, Vaterland und Freiheit. Als ich auch erfahren habe, was ich vorher nicht wusste, dass das die Flak-Begriffe auch der Burschenschaften sind, war es nochmal interessanter, das zu hinterfragen, weil die Tendenz der Burschenschaften eher immer rechts und sehr nationalistisch ausgelegt sind. Und was mir generell bei jedem Werk, das ich mache, wichtig ist, eine Vielschichtigkeit. Jeder, der das sieht, wird sich Gedanken machen, was hat er sich gedacht, er wird sich letztendlich auch Gedanken machen, was denke ich dazu. Das, was runterrinnt, ist nicht nur eben das gemeinte Blut, das wäre mir zu einfach, zu eindimensional, sondern ich habe mich mit Sprayern sehr viel auseinandergesetzt und als ich selber gesprayt habe, konnte ich es nicht. Und beim Sprayen sind mir halt auch die, ich sag mal, die Rotznasen runtergeronnen. Und in dem Kontext, oh, übersetzt auf das Monument, stimmt beides. Also was bedeutet Farbe, was kann Farbe für einen Ausdruck oder für eine Dimension erreichen, aber gleichzeitig ist es auch wieder aufgeladen in dem Kontext. Das Vaterland ist immer blutig verteidigt worden, Ehren werden blutig verteidigt und letztendlich ist auch Freiheit oder im Namen der Freiheit sind viele Kriege geführt worden oder im Namen der Ehre. Der martialisch wirkende Adler, etwa als Wappentier, Symbol unter anderem für Macht und Herrschaft, erfährt durch die große weiße Rose eine Veränderung. Natürlich ist bezogen natürlich auf Christoph Probst, der ja der Weißen Rose zugehört hatte und mit den Geschwistern Scholl damals in München erwischt wurde und dann auch mit ihnen hingerichtet wurde. In der christlichen Topographie ist die Rose, die weiße Rose, bedeutet die Jungfräulichkeit Marias. Man könnte auch sagen, was kann der Adler dafür, dass er missbraucht wird, im weitesten Sinne. Das wäre mir aber zu einfach. Aber die Rose, die weiße Rose bedeutet auch Gläubigkeit, bedeutet Geheimnis und bedeutet auch Respekt und Ehrfurcht. Also das alles ist in den zwei Dingen, Interventionen, die W-Fragen und eben auch das Niederlegen der Rose. Kaum ein Denkmal an der Uni hat so häufig für Proteste und Diskussionen gesorgt wie der Adler vom Architekten Alois Welzenbacher. Errichtet in einer deutsch-nationalistisch geprägten Zeit zwischen den beiden Weltkriegen, erfährt es jetzt eine Weiterentwicklung. Der Künstler will die Auseinandersetzung damit. Gesprächsstoff wird es sicherlich bleiben.